Hallo meine Lieben, ein ganz herzliches Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu einer Spiegellegung am heutigen Tage. Ja, Spiegellegung, auf wen spiegeln wir denn? Ich schaue heute mal auf dich und eine Situation bzw. einen Menschen, was denn hier bei euch so los ist, wer auf welcher Frequenz hier energetisch unterwegs ist, wo man entlang funkt, seid ihr auf der gleichen Welle oder gibt es hier vielleicht auch Differenzen? Ja, vielleicht ist der eine auf Welle 75 und der andere auf Welle 50 unterwegs und dann kann natürlich sein, dass man aneinander vorbeifunkt. Ja, nun schauen wir mal. Ich würde sagen, diese Seite für euch, für die lieben Zuschauer, Gedanken, Gefühle, Tendenzen. Ja, wird es euch schon schlecht? Hier ist ein bisschen wackelig. Ja, wackelige Wellenangelegenheit hier, so wie es aussieht. Die Gedanken hier auf eine Situation mit einem Menschen oder allgemein auch eine Sachlage könnte es auch sein. Erstmal deine Energien. 3 Stück hätte ich pro Reihe gerne, liebes Universum. 2 identische Kartendecks für die Gleichberechtigung natürlich. So, die Emotion, Gefühlsebene. Ich muss ein bisschen schieben noch. Die Einstellung ist heute etwas knäpplig. Ah, ich glaube, ich brauche ein größeres Stativ. Meinen riesengroßen Tisch hier. Ich habe nämlich meinen Tisch gewechselt. Und ja, jetzt muss ich schauen, dass ich auch ganz konform des höheren Tisches auch ein höheres Stativ bekomme. Ne? Am Unterdeck haben wir hier das Füchslein. Können noch ein bisschen schieben tun. So, das Füchselein. Jetzt stellen wir mal hier oben ins Gebüsch. Meistens schaut er ja auch aus der Hecke raus. So, und dann schauen wir bei der gegenüberliegenden Situation oder dem gegenüberliegenden Menschen. Das kann männlich, weiblich sein, kann Chef sein, kann Kollegen sein, kann Verwandtschaft, Freundschaft, Bekanntschaft, nachbarschaftlich oder natürlich auch herztechnisch sein. Ja. So, können Kinder oder Elternthemen sein, Onkel, Tante, sonstiges, ganz egal. So rum war es, dann legen wir es auch mal auf den Kopf hin. Die gegenüberliegende Seite, auf die wir schauen, auf das, hoppala, auf das andere Ufer. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank, wenn ich euch immer ein bisschen anditsche. Ich habe momentan in der Breite ein bisschen wenig Platz mit meinem provisorisch bereitgestellten Stativ. Das sind zu viele jetzt für diese Reihe. Eins nach dem anderen wäre mir am liebsten. So. Und die Tendenzen, Wünsche, Träume, Ziele. Wieder zu viele. Du, 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 du. 2 Stück noch, liebes Universum. 2 Stück wäre nicht schlecht. Zack. Oh, nochmals die Dame. Ja? Ah, die Dame steht für euch oder eine weitere Energie. Oder auch die zurückhaltende Energie. Nicht so stürmisch, liebes Universum. Eine einzelne, wunderbar, wäre perfekt. Hier haben wir am Unterdeck das Buch. Das Buch mit 7 Siegeln, geschlossen oder auch offen. Wir haben beide Varianten drauf mit Fragezeichen. Das heißt, vermutlich kann hier etwas zutage gefördert werden. Also eine Information für uns bereitgestellt werden vom Universum. Jetzt bin ich aber mal gespannt wie ein Flitzebogen. Schauen wir gleich mal in dein Oberstübchen, wenn du hier mit in Resonanz gehst, in der Kollektivlegung. Haha, und da haben wir auch schon jemanden, der dir im Kopf sitzt, ja. Ein Gegenüberich. Der Gegenüberich liegt auf dem Kopf, ja. Wie der Gehängte am Seil hängt er an den Füßen wie eine Fledermaus. Und ja, entweder man resigniert und hält einen Winterschlaf, eine Winterstarre, oder man betrachtet sich eine Situation eben auch andersrum. Also vielleicht betrachtest du hier auch jemand mal von einer anderen Seite, nämlich die des Schicksals, des karmischen Prozesses.
Ja, und der lässt dich richtig hier dampfen und qualmen, manchmal bis zur Weißglut bringen, ja, wenn man an den Ofen denkt, die rote Glut und dann irgendwann Weißglut, na, wenn sie schon fast abkühlt, bis zur Asche wird. Also Schicksalskreuz, du möchtest, dass es hier leichter wird, dass hier vielleicht auch, ja, das Verstecken rausgeht, das Zurückhalten von Informationen umgekehrt wird, also dass man offen und ehrlich spricht, dass man sich dir outet, dir öffnet, was los ist, was man vielleicht auch empfindet, je nachdem, ja, um welche Situation es bei euch geht. Auch ein Ergebnis könnte hier erwartet werden, sei es eine Diagnose oder sei es ein Bescheid oder sei es auch ein Ergebnis von einem Vorstellungsgespräch oder eine Einschreibung bei einem Studium oder ähnliches, ja. Zunehmend möchtest du, dass hier dein Gegenüber in die Pötte kommt. Ja, es wird Zeit, du wirst ungeduldig. Ja, das Schicksal stellt dich hier auf die Probe. Und ja. Dein Geduldsfaden ist hier mächtig strapaziert. Kurz vorm Reißen könnte es schon sein. Jetzt schauen wir mal in die Gedanken der gegenüberliegenden Situation oder eben dieses Gegenüberleins. Was dürfen wir hier erfahren? Ach, da schau her. Auch ein Füchslein. Ja, das Füchslein steht auf dem Kopf. Also man weiß genau, dass man mit dem Fuchs auf vier Pfoten nicht mehr bei dir anschleichen darf oder man kann sich auch nicht mehr in deinem oder um dein Umfeld, um dein Karree schleichen, denn du spürst vermutlich, dass hier jemand dich vielleicht auch aus dem Hinterhalt ein bisschen beobachtet. Ja, so wie dieser Fuchs hier, ne? Und quasi hast du hier vielleicht schon jemanden ertappt, wie man dich beobachtet. Sei es eben Beruf, ja, wenn jemand hinten vorschaut, hinter den Akten oder hinter einer Maschine oder sonst irgendwie, ja, oder auch der Nachbar hinter den Vorhängen oder die Nachbarin oder eben dein Gegenüber auch im Internet, ja. Könnte sein, dass du hier jemanden erspäht hast, wie man dich ansieht. Und was soll ich sagen? Mehr Spiegelung geht gar nicht. Karmisches Kreuz in der gleichen Stelle oder an der gleichen Stelle, in der gleichen Situation, auch auf dem Kopf. Ihr seid eine Seelenverbindung. Wir haben hier, dass etwas rumort. So würde ich es tatsächlich sagen, dass etwas ins Wachstum kommen kann, etwas gedeihen, eine Veränderung. Und das heißt für mich jetzt wirklich Bauchkrummeln, das Bauchkrummeln. Ja, auch die Ängste, die sorgen ja oftmals für Bauchkrummeln und Diarrhoe, ja. Flotter Otto und so weiter bei manchen, wenn sie aufgeregt sind. Und hier ist wirklich jemand aufgeregt, möchte allerdings die Bauchschmerzen loswerden. Ja, man möchte sich erleichtern. Ja, man möchte nicht dich loswerden, aber diese schicksalshafte Aufgabe hier mit Ehrlichkeit, Offenheit auf dich zukommen, mit den Karten offen spielen, so wie es die Orakelnixe hier macht. Und ja, sich outen. Ja, was ist hier los? Ja, bekomme ich die Stelle? Oder hält man an einer Freundschaft fest oder zieht man gemeinsam ein Projekt durch oder ist es ein Kunde, der bleibt oder ein zuverlässiger Lieferant? Könnte alles Mögliche sein, ja. Bis jetzt haben wir ja noch kein Herz drin. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir auf der herz-emotionalen Ebene? Da haben wir eine Dame. Entweder du bist das selbst bei dir oder du hast hier auch ein Konkurrenz Fühlthema, also auch eine Art Eifersuchtsthemen zu bearbeiten oder auch, dass du dich jetzt ein bisschen zurückgezogen hast, in die weibliche Energie gehst, nämlich in die Passivität. Du machst jetzt erstmal gar nichts, ne? Du lässt jetzt erstmal den lieben Gott sein, einen guten Mann sein, sagt man auch, ja. Also der liebe Gott darf ein guter Mann sein. Einhörner dürfen Einhörner sein und von daher bist du derzeit in deiner Emotionalität? Du schaust, was dir gut tut, schaust auf dich selbst und das ist auch richtig. Dann haben wir weiter den Anker. Könnte sich durchaus um ein Berufsthema handeln, etwas, was dir am Herzen, auf dem Herzen brennt oder liegt. Ja, ansonsten heißt es hier die Stabilität, auch die Balanciertheit und ja, die Stabilität an sich auch. Hier mit dem Schicksalskreuz, dass es hier vermutlich eine
Ja, eine gute Bürde ist oder war. Die Weggabelung, die Kreuzung, wohin darf es gehen, hü oder hot, vorwärts oder rückwärts, links oder rechts, auf oder ab könnte hier auch gewesen sein, das auf und nieder, ja, wie bei der Wellenbewegung. Und das schlaucht auch ziemlich, ja, das hat dich hier gut ausgelaugt, so wie ich es sehe mit der Fabrik, nicht nur in Gedanken, sondern auch eben mit der Zerrissenheit, mit dem Zwiespalt. Soll ich hier noch festhalten oder soll ich es loslassen? Ist hier vielleicht eine Konkurrentin da oder nicht, ja? Wer zerrt und zieht hier an mir und an meinem Gegenüber? Werde ich mich hier durchkämpfen, durchboxen, durchsetzen? Oder soll ich lieber ein anderes Gewässer beschippern? Das hast du derzeit im Herzen, auch im Bäuchlein, am Abwägen. Was ist sinnvoll aktuell? Dann schauen wir mal bei dem Gegenüber. Ja, da haben wir eine Umleitung, ja, eine Verknotung, ein Bondage-Seil für die einen oder anderen, für die anderen ist es vielleicht auch eine Fußfessel, eine Schwierigkeit, vielleicht auch eine Art, ja, ich will es nicht direkt sagen, Vergiftungsenergie auf Herzebene, würde ich schon sagen, dass es ein Eifersuchtsthema ist, denn die Schlange hier ist grün, grünes Gift ist die Eifersucht und grün ist auch für das Herz die Farbe. Also würde ich schon sagen, dass es auch hier um Eifersucht geht bei diesem Gegenüberlein. Ja, entweder Konkurrenzdenken oder kann ich diese Mitarbeiterin abwerben oder diesen Lieferanten, diesen Kunden oder eben diese Dame. Vielleicht spielt hier noch die Konkurrenz erweitert mit, ja, zusätzlich noch. Und ja, das spürt hier vielleicht auch jemand, ja. Der eine oder andere will es vielleicht sogar auch, dass man um ihn oder um sie buhlt, ja, fordert vielleicht mit Absicht die Eifersucht hoch. Das könnte ja auch sein, ja, zur Selbstbestätigung. Ich finde es grausam, wenn man, ja, sich immer wieder Bestätigung im Außen mit aller Macht, muss ich schon sagen, suchen muss, um sich selbst bestätigt zu bekommen, denn es sind reine Oberflächlichkeiten, das bestätigt gar nichts. Es ist nur ein theatralisches Theaterstück und mehr ist es nicht. Die Masken hoch, die Masken runter und dann ist man auch schon wieder allein. Bringt's das, frage ich manchmal so mich für die anderen. Ich denke nicht. Also ich bin eher ein Mensch, wenn ich Applaus bekomme oder Likes, Abos und so weiter, freue ich mich ganz herzlich. Aber Marketingstrategien oder mit Absicht schauen, so dieses Pushen, nur um einen bestätigt zu bekommen, das ist nicht mein Ding. Und ich muss sagen, ich schüttle hier auch immer wieder den Kopf, wie manche hier. Wie soll ich sagen, einen Bock nach dem anderen schießen und dann denken, sie sind glücklich und dann gehen sie nachher alleine nach Hause. Was haben sie gehabt? Sie haben vielleicht Flirts gehabt und dies und das und jenes und dann geht man nach Hause und was ist dann? Dann ist man wieder alleine. Also ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck ist des Lebens. Ich denke mal eher nicht, aber wer es braucht, soll schauen, ob es einen wirklich glücklich macht. Ja, also Eifersuchtsthemen. Ja, hier könnte auch etwas aus der Balance gekommen sein. Geben und empfangen. Ja, vielleicht hat hier immer jemand empfangen wollen. Wie gesagt, vielleicht eine Art Manipulationstaktik, um sich buhlen zu lassen oder sich als tollen Hecht hinzustellen. Das hat man gar nicht nötig. Ja, man kann es auch bei den betuchten Leuten etwas abkupfern. Wer Geld hat, muss nicht damit prahlen. Ja. Wer glücklich ist mit sich, braucht keine Bestätigung vom Außen. So einfach ist es. Haben viele noch nicht erkannt. Auch hier kommt die Fabrik allerdings auf der Herzebene und andersrum. Also hier ist jemand, ja, vermutlich in Herzensangelegenheiten auch mal sehr verletzt worden, angegriffen worden vielleicht auch. Vielleicht hat man hier auch mal Unterstellungen bekommen. Vielleicht hat man auch etwas in falschen Hals bekommen. Das muss jetzt nicht zwischen eurer Verbindung sein, sondern schon im vorigen Leben, in der vorigen Lebensphase. Und ja, hier darf man genau hinsehen,
wo man auch in Heilung gehen kann. So wie ich es eben gesagt habe, ja, man muss doch nicht immer zwanghaft im Mittelpunkt stehen. Für was? Ja, das macht mich persönlich nicht glücklich. Mich macht's glücklich, wenn ich für euch was Gutes tun kann, wenn euch meine Arbeit gefällt, wenn ihr mit in Resonanz geht oder zumindest das eine oder andere Unterhaltungsstück mitnehmen könnt, auch das eine oder andere Lächeln ins Gesicht zaubern. Das ist meine Berufung für euch und daran wachse und gedeihe ich auch gerne. So, die Zukunftstendenzen. Deiner ist hier. Ja, die kraftvolle Phase, vielleicht auch eben eine Art Ruheposition. Der Berg kann ja schon durchaus schnell laufen. Meistens ist er aber gemütlich unterwegs, außer man hat hier Hunger. Ja, vielleicht bist auch du derzeit etwas liebeshungrig. Ja, liebeshungrig oder eben auch partnerschaftshungrig. Oder bist eben scharf auf einen Job, einen Vertrag, einen Kauf. Und ja, da möchtest du dich jetzt ein bisschen mehr dahinter klemmen auch. Ja, jetzt nicht mit Ach und Krach und Holterdipolterdi, aber schon so kraftvoll nach vorne gehen und jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen. Ja, das forderst du hier vielleicht auch. Eine Art Transformation oder auch Ende der Weggabelung. Oder du überlegst, ob du hier eine Kündigung aussprichst oder vielleicht auch jemand die Freundschaft kündigst. Könnte auch sein, dass du hier eben mit dir ringst. Hat es hier einen Sinn, noch Kräfte aufzuwenden, noch Zeit ins Land streichen zu lassen? Oder soll ich es einfach sein lassen und ganz meiner Wege ziehen? Wie sieht es denn auf der Gegenseite aus? Auch der Ring. Also hier ist ebenfalls die Verbindung angezeigt. Vielleicht ist hier auch noch jemand gebunden. Das könnte auch sein, wo man sich vielleicht auch lösen sollte. Und das weißt du vielleicht auch oder ahnst es. Normalerweise solltest du davon etwas wissen, dass hier jemand noch mit irgendwas verbandelt ist, an irgendetwas noch gebunden ist. Im Beruf vielleicht geht jemand in Rente, dass du die Stelle übernehmen kannst oder fehlen Anträge, dass du von Teilzeit auf Vollzeit oder andersrum arbeiten kannst oder eben, dass hier jemand noch irgendwie verpartnert ist oder eben noch verheiratet, allerdings physisch nicht mehr zusammenlebt mit jemand. Das könnte auch sein. Ja, und dann haben wir dich hier, ja, also hier möchte jemand durchaus dich haben, dir die Hände reichen, weiß, dass ihr hier schicksalshaft miteinander verbunden seid und ihr füreinander bestimmt seid. Hier will jemand wirklich dranbleiben und setzt auf Hoffnung, auf den Klee ein zügiges Wachstum. Der Klee kommt mir jetzt aktuell auch rein, könnte für Neujahr stehen, Silvester oder Neujahr, vielleicht will da jemand was Neues dann starten mit dir. Könnte sein, denn wir haben ja zum Neujahr immer Hufeisen, Kleeblatt, das Schweinderl und so weiter als Glücksbringer fürs neue Jahr. Ich weiß nicht, warum mir jetzt gerade heute das Neujahr reinkommt, aber das war so, ja, die zweite Intuition, außer dass jemand hier eben noch Hoffnung hat auf dich, die Hoffnung setzt, hier wieder etwas zu bereinigen, in Kommunikation kommen, sich offenbaren, sich outen, endlich ja die Masken und die Hüllen fallen zu lassen in jeglicher Sicht vielleicht. Wer weiß das schon? Na sowas, na sowas. Dann nehmen wir doch jetzt gleich mal die schicken Seelenreichkarten dazu. Die sind so herzerwärmend mit diesem knallroten bunten Kleidchen. Und dann fragen wir mal bei dir, wie ist denn deine Energie hierzu derzeit? Es ist Zeit für eine Veränderung. Warte nicht länger und schiebe keine Entscheidung vor dir her. Die Zahl 5, ja. Eine Art Transformationsenergie. Also du darfst hier nicht länger warten, dich auf die Ersatzbank schieben lassen, sondern entweder du gehst einfach straight nach vorne oder du, wenn du die Intuition dazu hast, sagst: Hey, Alter, was los hier? Komm in die Puschen oder lass es bleiben, aber lass uns jetzt mal endlich einen Knopf an die Sache machen, ja? Nimmst du mich nicht? Oder wie schaut's denn hier jetzt aus, ja? Das Gegenüberlein hat gleich zwei Karten. Die Zahl 24, der Baum der Wünsche, ruft deinen Namen. Ein fast vergessener Wunsch erfüllt sich jetzt. Der Wunsch mit dir zu
zu erleben. Die Träume wahr werden lassen. Die Acht. Die Unendlichkeit. Lebe als Träumer auf dieser Welt und erschaffe dadurch eine paradiesische Zukunft mit dir. Kann man das Paradies auf Erden leben? Das hat hier jemand erkannt. Allerdings gibt es hier noch einen Knoten zum Platzen zu bringen oder eben zu lösen, abzuschneiden. Wie auch immer, ja, hier darf man sich von irgendetwas noch lösen, was einem am Bein wie ein Klotz hängt oder hing. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Kommt hier jemand in Pötti oder nicht? Ansonsten darfst du straight deinen Weg gehen, wenn du sagst, nee, also das ist mir jetzt zu doof hier. Der oder diejenige hat hier jede Zeit der Welt gehabt und ja, hat sich nicht wesentlich verändert, nicht wesentlich in die Puschen gekommen. Im Gegenteil, vielleicht eher noch retour gearbeitet, sich weniger Zeit für dich genommen, immer noch mehr Ausreden gehabt und sich noch mehr weggeduckt. Ja, vielleicht hat man gesagt, ja, momentan viel Arbeit, pipapo, das Typische, ja. Es wird besser, ja, und nach einem halben, dreiviertel Jahr ist gar nichts besser geworden. Im Gegenteil, man sieht sich noch viel weniger. Also, schaut genau hin, fühlt genau, wer ist es wert, dass man hier noch vorangeht, dass man hier noch Zeit und Gefühle investiert und bei wem ist vielleicht auch schon der Deckel zu. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne danke ich euch für jegliche Art der Unterstützung und ich freue mich aufs nächste Mal an der Strandpromenade. Alles Liebe, alles Gute, tschüss, deine Orakelnixe.